Wow, du liebe Waage, wir schauen uns jetzt hier deine September-Energie an, wo es wirklich darum geht, dass du in die Umsetzung gehst, dass du in die Führung gehst, dass du nicht ins Folgen gehst, dass du hier wirklich das übernimmst, wo du deine Wünsche, deine Gefühle, deine Ziele hinrichtest, um in die Einheit in dir selbst zu gehen, aber auch mit jemandem anderen, wenn du danach strebst, wenn du danach suchst, wenn du oder vielleicht in einer Partnerschaft, wo du einfach dich wieder verbinden darfst mit jemandem anderen auf eine wunderschöne Art und Weise. Aber in erster Linie kriege ich die Verbindung in dir selbst, ja, wo es wirklich darum geht, deine weibliche, deine männliche Energie in den Ausgleich zu bringen. Und da genau das passiert jetzt im September für dich. Führen, nicht folgen, ebne deinen neuen Weg. Sei du selbst der Führer. Und nachdem du dich sehnst, ja, schau nicht im Außen nach irgendwen, der dir das geben kann, was du im Inneren brauchst, sondern schau, dass du im Inneren dir erlaubst, dass du dich einmal auffüllst mit dem, was du brauchst, indem du dir Ruhephasen gönnst. Das große Ganze sehen, Energie der Plejaden, visionär, intuitive Eingebungen. Du bist mehr als das, was du vielleicht im Moment glaubst. Hier haben wir eine Situation mit dem Pagen der Kelche. Der heißt für mich im Moment so viel wie die Schildkröte ist voller Farben. Ja, du kannst deinen Blick auf die Schildkröte wenden. Die weiß auch immer, wie sie nach oben hin auftauchen soll, um Luft zu bekommen, während sie ihre tiefen Gefühle, ihre tiefen Emotionen durchläuft, indem sie durch ihre Gewässer schwimmt und irgendwo vertraust du noch nicht drauf und hältst noch an etwas fest, was gefühlstechnisch für dich einfach einen Wert hat, ja, anstatt es frei fließen zu lassen und dir sicher zu sein, dass es nicht dein Halten ist, was hält, sondern dass eine wunderschöne Verbindung zu dir etwas Übersinnliches zu dir fließen mag, was das in Verbindung bringt mit dir ganz automatisch, ohne dass du etwas dafür halten musst oder halten magst. Ja? Also es geht wirklich darum, loszulassen. Jetzt das sind die Worte, die jetzt so kommen. Ja, loszulassen, um für dich in die Führung einzutauchen und nichts mehr zu brauchen, weil es für dich jetzt absolut stimmig und richtig ist. Ja? Wunderbar. Also großartig. Eine neue Erde. Es geschieht jetzt. Konzentriere dich auf deine Vision. Lass hier. Da kam jetzt so ein bisschen dieses Dings durch, diesen Spruch, ich bin nicht so gut in Sprüche sagen, ich verwechsel da manchmal auch was, aber es kommt so immer mal wieder durch, es ist ganz witzig. Dieses lieber die Taube am Dach als den Spatz in der Hand oder irgendwie so, und das darfst du jetzt für dich noch umwandeln, also sinngemäß. Du brauchst dich nicht nach etwas sehnen, was sehr weit entfernt ist, ja, und dich lieber danach ausrichten, als das, was im Hier und Jetzt ist, gerade zu, da kommt jetzt das Wort ertragen. Also irgendwas in deinem System hat vielleicht noch das Gefühl, dass es hier nicht in Verbindung gehen kann, ja, dass es mit dem, was jetzt heranwachsen will, mit dem, was jetzt kommen will, dass es damit vielleicht manchmal ja, die Waage verliert in sich. Ja, dabei ist es vielleicht nur ein temporärer Zustand. Ja, und du darfst dich auch nach dem ausrichten, was besser für dich ist. Also du musst dich auch nicht mit einem umgedreht, ja, auch. Du musst dich nicht mit einem Spatz in der Hand zurecht abfinden, wenn du auch die Taube auf dem Dach haben kannst. Oh. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Beide Richtungen. Es kam jetzt so lustig da rein, weil ich dann das sage, was ich gerade sage. Aber es hat wahrscheinlich mit dem Spruch an sich nichts zu tun. Wurscht. Ja, also ich glaube, man weiß, was ich meine. Auf der einen Seite die Dinge, die unerreichbar sind. Ja, die Dinge, die wirklich nicht für dich jetzt da sind, die lass sein. Du musst dich nicht mit Dingen, oder wenn, zum Beispiel, wenn wir Verbindungen da haben, ja, wenn jemand nicht Kontakt haben will, wenn jemand dir nicht das gibt, was er will, wenn jemand mit dir die On-Off-Spielchen macht, wenn Distanz- und Nähe-Geschichten da sind und, dann ist das vielleicht spannend, dann ist das vielleicht ein kurzes Drama, aber bitte, da darfst du aussteigen und sagen, nein, Moment, ja, das ist unerreichbar für mich im Moment, das möchte den Kontakt nicht mit mir haben, dann sage ich nein und richte mich nach dem aus, was ich hier alles haben kann und höre der Führung zu. Ein Spatz ist ein wunderschönes, lustiges, verspieltes, treues Wesen. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn ich hier da irgendwas in der Hand halt habe, was, jetzt habe ich das Bild bekommen von einem Gackshaufen, naja, bitte nehmt das wirklich, es ist
Die Energie ist ja gerade ein bisschen lustig und durchwachsen. Ja, und wenn ich sowas in der Hand gerade habe und ich aber mich nur mit meinen Gedanken nach vorne strecken darf und einfach einmal schauen darf, was ist denn meine Vision, was ist mein Ziel, dann darfst du die Aufmerksamkeit dorthin richten und sagen, Moment einmal, das ist ja das, was ich will. Und jetzt das auf die Seite legen und die Schritte dorthin unternehmen, dass diese neue Erde, diese neue Ära für dich in Verbindung gehen kann. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, also je nachdem, wo du gerade stehst, ist die eine oder andere Seite ganz, ganz wichtig für dich, ja, und du darfst führen, du brauchst nicht folgen, du musst nicht irgendetwas nachgehen, sondern du darfst proaktiv jetzt in deinem Leben stehen, weibliche und männliche Energie miteinander verbinden, wie ein wunderschöner Tanz, wo die kosmische Energie nach unten hin fließt und deine weibliche Energie empfängt, während instant der Mann ja schon die Hände in die Höhe gibt, quasi die männliche Energie, weil das ist schon eine Umsetzung, das Empfangen hier in die Schale nimmt, um sie in empfangenem Maße auf die Erde zu bringen, ja, den Raum dafür hergibt, damit Mutter Erde wieder empfangen kann. Also so eine wunderschöne Achterlinie, die da gezeichnet wird mit dem Kosmos, mit dir und mit Mutter Erde. Was ist auf der dunklen Seite noch los? Ja, wenn du da Unterstützung haben möchtest, bitte, hier ist meine Webseite. Du musst da auch nicht alleine, wenn du da wirklich das Gefühl hast, du siehst gerade nicht oder du brauchst hier Unterstützung, wo du in dich selbst eintauchen kannst, wo du dein Potenzial entwickeln kannst, wo du den Raum bekommst für dich, um ja, in dem Raum beginnst, für dich richtig frei zu sein. Alles Gute, dann sei dabei und hol dir ein kostenfreies Erstgespräch mit mir, wo ich mit dir schaue, wo du stehst, was du brauchst und ob ich mit dir diesen Weg auch wirklich gehen kann, ja, auf dem Weg zu dir. Was ist jetzt auf der dunklen Seite der Hohepriesterin los? Geerdet, Mensch sein, in dieser Welt aber nicht von ihr. Ja, da habe ich noch so eine Sehnsucht, so ein Unentschiedensein. Ja, vielleicht ist es auch das, was da ein bisschen gerade dir noch so diesen, ja, auf der einen Seite eine Aufregung und auf der anderen Seite den Segel aus dem Willen draußen nimmt, ja, weil du gefühlstechnisch vielleicht, ja, sagen wir das dann gerne in den Kommentaren, gefühlstechnisch vielleicht hier doch noch nicht ganz geerdet findest, also noch nicht ganz angekommen findest, noch nicht ganz willkommen empfindest hier oder vielleicht wirklich das Gefühl hast, ich bin nicht von hier, diese ganze Struktur, alles das, was hier so schwer ist, das kotzt mich vielleicht manchmal einfach an, ja, eine Unentschiedenheit habe ich hier, da zu sein, wirklich sich zu erleben. Ja, hier darfst du noch die Entscheidung treffen, das kommt hier mit, was deine Gefühlswelt wirklich will, was willst du erleben? Was willst du für dich hier, auch wenn es noch keinen genauen Plan geht, aber einfach, dass du glücklich bist, dass du frei bist, dass du dich erleben kannst, dass du Genuss erfährst, dass deine Gefühle in einem Hochschwung sind, dass dein Herz aufgeht, was auch immer. Ja, und die ganz klare Entscheidung, ich bin hierher gekommen, um meine Vision, meine beste Version in diesem Leben für mich zu erfüllen. Ja, und das erlaubt dir hier, weil diese Erlaubnis habe ich hier noch nicht ganz bekommen. Was ist jetzt hier? Oh, auf der hellen Seite sei einfach du selbst. Und scheinbar ist dir das bewusst. Du willst Fülle, du willst, dass dieser Zyklus endet. Du hörst und spürst den Seelenruf. Dir ist ganz klar die Sehnsucht auch nach der Fülle und dass du selbst bist, dass du wirklich in dir aufmachst, dass du da sein kannst, dass du angekommen sein kannst, dass du für dich alles verwirklichen kannst, was so in deinem, ja, Lebensbuche steht, selbst wenn du es noch gar nicht weißt, also es kommt jetzt gerade so durch, ja. Mach dir deine Eigenarten zu eigen, wende dich deinem wahren Selbst zu und genauso ist es. Hab die Kraft für dich selbst Ja zu sagen und dich zu wagen, jetzt die Schritte in die Fülle zu gehen. Wunder, 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 wunderbar. Du willst ja die Liebe, du willst die Leichtigkeit, du willst die Verträumtheit, du willst die Sinnlichkeit, du willst den Einklang in dir erleben und du willst dich erfahren als das Wesen, was du bist, frei von Konditionen, frei von Verpflichtungen, Verantwortung, die nicht deine eigenen sind. Ja, wunder, wunderschön, weil wir haben hier auch, dass die Unklarheit herausgeht, dass du hier tatsächlich in die Weisheit eintauchst, um deine Größe zu erfahren. Aufgrund von Verletzungen hast du sie noch nicht ganz und siehst sie manchmal nicht. Und genau das ist das, was dich dann manchmal ein bisschen mehr belastet bei den Schritten, die du gehst. Trotzdem habe ich dich hier voranschreitend, ja, und erinnere dich daran, deine Seelenerinnerungen, das ist jetzt der nächste Schritt. Deine Seelengeschenke, das hast du schon einmal getan. Ja, du hast ganz, ganz vieles schon für dich erlebt und du darfst diesen Spiegel der Belastungen jetzt wirklich von den Belastungen abwenden und dich daraufhin pushen, was du schon alles Schönes erfahren hast, was du schon alles geschafft hast, was du schon alles
umgelenkt hast, was du schon alles aufgestanden bist, wieder nach schweren Phasen, und das bringt dir absolutes Glück. Gesetz der Relativität wieder, ja. Mach groß was Schönes für dich. Manchmal ist für uns alles so selbstverständlich und dann doktern wir an uns herum und schauen uns die Situationen an und machen nichts anderes, als Mangel zu kreieren, weil wir unsere Aufmerksamkeit voll auf die Schwierigkeiten, auf die negativen Geschichten lenken, anstatt das groß zu machen und aufzublasen, was wir schon alles geschafft haben, was wir schon alles gemacht haben, wo wir hinwollen, wo unsere Seele aufgeht, wo unser Herz aufgeht, wo das alles erblühen darf. Und genau darum geht's jetzt, dass du deinen Klee zum Erfrischen und zum Erblühen bringst, hier, indem du in Verbindung mit dir, aber auch mit anderen gehst. Wunder, 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 wunderschön. Ja, und hier haben wir es, die aktivierte Erde, machtvolle Orte, du wirst geführt, hab Vertrauen, wo auch immer du hingehst, dir wird es einfach klar, du bist da und du darfst hier verankern und dich erden und hier zu Hause sein für dich, und das bedeutet, dass du dir auch alles ermöglichen darfst und die Manifestation ist hier für dich, deswegen schau dir ganz genau an, was du hier wirklich für dich ins Leben bringen willst, liebe Waage. Ich wünsche dir von ganzem Herzen hier einen wunderbaren Start in dieser tollen September-Energie, auch wenn es ein bisschen holprig wirkt und auch wenn es ein bisschen darum geht, einen Hausputz zu machen. Oh, ich habe jetzt gar nicht gesagt, hier geht es ja wirklich darum, Schutz, Treue, Sicherheit, das, was jetzt dazukommt, ja, ist wirklich dieser Hausputz und dieses, ich darf alles erfahren und ich darf auf dem Weg in die Fülle, weil da habe ich den 9 der Münzen, ja, darf ich wirklich alles miteinander verbinden, was kraftvoll für mich jemals war, um dieses große Ganze zu machen und alte Verstrickungen einfach rauszukehren und hinauszulassen aus meinem System, weil jetzt geht es tatsächlich um mich, jetzt geht es tatsächlich um die Verbindlichkeit mit mir und auch Verbindung mit anderen zu erfahren. Wunderschön, ich danke dir fürs Dasein und wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Bis dann. Baba, du bist soweit.